Herzlich willkommen zu einem weiteren R-Screencast. Heute sehen wir uns in einem kurzen Beitrag die Berechnung von Korrelationskoeffizienten in R an. Und für die Berechnung der drei Korrelationskoeffizienten, die wir im Rahmen unserer Zoom-Vorlesung kennengelernt haben, da benötigen wir in R nur eine einzige Funktion, nämlich COR, C-O-R. Und als Argument müssen wir mindestens die beiden Variablen übergeben, zwischen denen eine Korrelation berechnet werden soll. Hierzu greifen wir auf einen neuen Datensatz zurück, den ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Das ist der Datensatz Kino. Und Sie sehen schon, dieser Datensatz, der besteht aus 10 Wertepaaren, jeweils einem Wert für den Preis und einem Wert für die Besucherzahl. Dahinter steckt folgendes fiktives Beispiel, das Sie auch aus der Vorlesung schon kennen sollten. Wir betreiben ein Kino und zeigen dort Ceteris Paribus, also immer am gleichen Abend um die gleiche Uhrzeit den gleichen Film. Und wir variieren allerdings den Eintrittspreis zwischen 8,50 Euro pro Kinokarte und 13 Euro pro Kinokarte. Und wir schauen, wie viele Besucherinnen und Besucher jeweils zu einem bestimmten Preis in unser Kino kommen. Jetzt interessiert uns natürlich, ob es zwischen dem Preis und der Besucherzahl einen Zusammenhang gibt. Und auch das hatten Sie in der Vorlesung gelernt. Korrelation ist ungleich Kausalität. Also aus einem Korrelationskoeffizienten können wir noch keinen inhaltlichen Zusammenhang ableiten. Aber dennoch ist es ein erster wichtiger Schritt, auch bei einer Kausalitätsbetrachtung, sich mit den Korrelationskoeffizienten zu befassen. Deshalb wollen wir nun die drei Korrelationskoeffizienten aus der Vorlesung in R berechnen und wir beginnen mit dem Rang-Korrelationskoeffizienten nach Spearman. Dazu benötigen wir die Funktion COR und als Argument müssen wir übergeben Kino-Dollar-Preis und Kino-Dollar-Besucher, also die beiden Variablen. Und es gibt ein drittes Argument, Method gleich Spearman. Also wir teilen R jetzt mit. Bitte berechne mir den Korrelationskoeffizienten nach der Methode Spearman für die beiden Variablen Kinopreis und Kinobesucherzahl. Und wenn ich das abschicke, dann bekomme ich einen Wert von minus 0,95. Das heißt, wir können jetzt drei Aussagen über diese Korrelation treffen. Sie ist A sehr stark, B negativ und C monoton. Dass sie negativ ist, ist übrigens nicht weiter überraschend. Das würden wir in der Tat erwarten, wenn wir von einem inhaltlichen Zusammenhang ausgehen. Denn bei einem höheren Preis werden weniger Besucher kommen, bei einem niedrigeren Preis werden wahrscheinlich mehr Besucher kommen. Schauen wir uns auch die Berechnung des zweiten Rangkorrelationskoeffizienten noch an. Das ist der Konkordanzkoeffizient nach Kendall. COR, Kino, Kino. Dollarpreis, Kino, Dollarbesucher, Method, das kann man sich jetzt denken, Candle. Dann bekommen wir den Konkordanzkoeffizienten nach Candle berechnet und Sie sehen, der liegt bei 0,87, also ein sehr ähnliches Ergebnis. Alles andere hätte an dieser Stelle auch verwundert. Jetzt wissen wir also, es gibt eine starke negative monotone Korrelation. Diese Korrelation könnte natürlich auch linear sein. Und um das herauszubekommen, wollen wir jetzt noch den dritten Korrelationskoeffizienten berechnen, den Brevais-Pearson-Korrelationskoeffizienten. COR, Kino, Dollar, Preis, Kino, Dollar, Besucher, Method, eben Method gleich yes. Und ich schicke das mal ab und Sie sehen, wir bekommen einen Wert von minus 0,876. Also es gibt eine starke lineare negative Korrelation zwischen den Eintrittspreisen und den Besucherzahlen in diesem Kino. Jetzt zeige ich Ihnen schnell noch was. Wenn Sie einfach nur eingeben, COR, Kino, Dollarpreis. Jetzt habe ich es zu früh abgeschickt. Sie sehen, wenn ich nur
eine Variable als Argument übergebe, dann kann es natürlich nicht funktionieren, weil für eine Korrelation brauche ich ja immer zwei Variablen, also Kino-Dollar-Preis, Kino-Dollar-Besucher. Wenn ich also auf das dritte Argument verzichte und keine Methode benenne, dann bekomme ich auch einen Wert von minus 0,876. Also der Brevais-Pearson-Korrelationskoeffizient ist in R der Default-Wert für die Methode call. Wenn Sie keine Methode übergeben als Argument, wenn Sie also R keine spezifische Methode mitteilen, die verwendet werden soll, dann wird immer der Brevais-Pearson berechnet. Jetzt wissen wir also, es gibt eine negative lineare Korrelation, auch eine starke, und die müsste man ja eigentlich jetzt auch in einem Streudiagramm ganz gut erkennen können. Und auch das wollen wir uns ruhig einmal in R anschauen. Die Funktion hierfür heißt Plot, und wie Sie gleich sehen werden, brauchen wir eine Menge Argumente, damit die Grafik dann am Ende passabel aussieht. Plot, Kino, Dollar, Preis. Kino, Dollar, Besucher. Main, Ticketpreise und Besucherzahlen. Y-Label, Besucherzahlen. X-Label, Ticketpreise. X-Lim. Bis 14, Y-Lim 300 bis 900. Eine ganze Menge Argumente. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nirgendwo vertippt. Wir testen das mal, indem ich das abschicke. Und Sie sehen, es hat funktioniert. Wir bekommen hier in unserem Plotfenster eine ordentliche Grafik für die Ticketpreise und die Besucherzahlen. Und in der Tat sieht man, es gibt ganz klar eine negative Korrelation zwischen Besucherzahlen und Ticketpreisen. Je höher die Ticketpreise, umso niedriger die Besucherzahlen. Ein Zusammenhang ist hier sicherlich plausibel, aber eben durch ein Korrelationsberechnung noch nicht belegt in irgendeiner Form. Man sieht aber auch, dass das hier einen hohen Grad an Linearität hat. Also man kann sich richtig vorstellen, wie jetzt hier eine lineare Regressionsgrade noch durchgezogen wird durch dieses Streudiagramm. Das hat also ganz gut funktioniert, war aber auch nicht ganz so einfach. Sie sehen, man braucht für die Erstellung von Grafiken eine ganze Menge Argumente, häufig sogar noch viel mehr Argumente, als wir sie jetzt hier gesehen haben, damit die Achsen genauso skaliert sind, wie man es haben will, damit das Farbschema genauso ist, wie man es haben möchte, damit die Beschriftungen genauso sind, wie man sie haben möchte. Und deshalb werden wir uns dem Thema Grafikerstellung in R auch nicht in einem Video, sondern in einer ganzen Reihe von Erklärvideos zuwenden. Und damit starten wir demnächst.